Zeitlich sieht es bei mir gerade etwas schwierig aus. Das merkt ihr zum Beispiel daran, dass die Folgen nicht so ganz kommen, wie sie sollten und dass ich etwas länger brauche, um auf Kommentare zu antworten. Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zum Wort zum Sonntag mit dem Sendeplan der Kalenderwoche 21. Eins vorweg, ihr habt es ja sehr wahrscheinlich mitbekommen, denn zwei Folgen Far Cry 6 sind nicht erschienen. Das habe ich ganz kurz im Community-Tab angekündigt und ich bin einfach nicht dazu gekommen, die eben aufzunehmen und deswegen sind sie leider ausgefallen. In den letzten Wochen habe ich beispielsweise auch mal eine Folge Far Cry 6 vergessen hochzuladen, also vergessen auch einzuplanen. Dann gab es vorletzte Woche ein verspätetes Veröffentlichen einer Flatout 2 Folge, die kam dann einfach statt 15 Uhr 18.30 raus. Und dann das allgemein späte Antworten auf Kommentare meinerseits. Gerade letzteres, das will ich als erstes angehen, denn Kommentare sind nun mal nach wie vor das Geilste auf YouTube, davon lebt ein YouTube-Kanal, wie ich finde. Und erschwerend kommt zurzeit hinzu, dass zurzeit relativ viele Kommentare reinkommen. Es freut mich sehr, macht die Sache aber nicht gerade einfacher, aber das ist jetzt keine Aufforderung oder die Erlaubnis für euch, weniger Kommentare zu schreiben, ganz im Gegenteil. Die letzten Wochen war es so, dass ich zu Wochenbeginn gerade mal die Folgen eben für den Wochenbeginn im Kasten und auch fertig hochgeladen hatte. Und dann musste ich in der Woche eben noch die Folgen für die gleiche Woche noch aufnehmen, kodieren, hochladen und planen. Und das ist ja etwas, was ich sehr lange immer anders gehandhabt hatte und auch handhaben konnte. Denn da war es so, dass ich immer einen Folgenvorrat von 2 Wochen hatte. Grundsätzlich 2 Wochen. Bei Rainbow Six Siege war das lange Zeit ganz anders, da waren es mehrere Monate und auch über ein Jahr. Aber auch diesen Vorrat habe ich aufgebraucht, das liegt und lag aber auch daran, dass Rainbow Six Siege eine Zeit lang nicht so viel Spaß gemacht hat wie eine Zeit zuvor. Wie in einer Zeit zuvor. Wenn ich könnte, würde ich mich jeden Tag, sagen wir mal, 12 Stunden auf YouTube austoben. Die Motivation oder das Wollen ist auf jeden Fall da, aber ich verdiene mit YouTube einfach nicht mein tägliches Mettbrötchen und das ist auch gut so, denn ich will damit auch kein Geld verdienen. Selbst wenn ich's locker könnte, will ich nicht. Denn ein Punkt, der die letzten 10 Jahre einfach treibend war und auch ist, ist, dass ich einfach ganz frei mich auf diesem Kanal austoben kann. So wie es mir gerade passt. Zeitlich halt mal mehr und mal weniger. Ich bin nicht davon abhängig, dass ich irgendwie jetzt hier mit dem Video so viele Aufrufe oder generell Geld verdienen muss und das macht's für mich auch einfacher und da kann ich mich auch viel besser, ich sag mal, austoben und eben auch entspannen. Denn das, was ich hier mache, ist alles meine Freizeit. Das mache ich nicht, weil ich das schon seit Jahren mache und dann einen gewissen Zwang entwickelt habe, ich muss das weitermachen. Nee, nach wie vor habe ich eine Menge Spaß mit diesem Kanal. Das liegt eben auch daran, dass ihr hier dabei seid und fleißig Kommentare schreibt. Nun muss ich darauf eben auch wieder etwas schneller antworten. Und das soll sich eben auch nicht ändern. Ich will hier keinen Zwang haben mit, ich muss irgendwie mit dem Kanal Geld verdienen. Das soll einfach schön, frei und locker laufen. Und dafür muss ich hier kein Geld verdienen. Und ich habe auch so einige Sachen noch im Kopf, die ich ganz gerne auf den Kanal bringen möchte. Aber das ist halt eine Frage der Zeit. Klar, Zeit muss man sich nehmen, aber der Tag ist nun mal nur auf 24 Stunden begrenzt. Und ein gutes Beispiel ist auch, dass auf meinen Festplatten immer noch Videomaterial von Tell Me Why liegt, wo ich einfach Anspielungen in Tell Me Why auf Life is Strange rausbringen wollte. Und ihr wisst womöglich, wann Tell Me Why als Let's Play rauskam und so lange liegen diese Rohaufnahmen auch schon auf meinen Festplatten. Und dann noch ein paar andere kleine Sachen, wie zum Beispiel bei Rainbow Six Siege wieder spezielle Ausschnitte aus den Folgen, besondere Erinnerungen. Oder auch eine neue Operation, ein neuer Operator wird in einem kleinen Filmchen vorgestellt. Das sind alles so mehr oder weniger große kleine Sachen, die bisher eben aufgeschoben werden müssen, weil das Wichtigste ist für mich einfach das Tagesprogramm, die täglichen Folgen von den ganzen virtuellen Abenteuern. Und abseits dessen habe ich auch noch andere Gedanken und Ideen im Kopf, die ich ganz gerne auf den Kanal bringen möchte, aber wie bereits angesprochen, es ist eben eine Frage der Zeit. An der Motivation liegt es auf jeden Fall nicht und ich weiß gar nicht, ob ein Lottogewinn da große Auswirkungen drauf hätte. Also erstmal sowieso nicht, weil man erstmal, denke ich, mit einem riesen Lottogewinn weitermachen würde oder ich würde es so machen wie bisher und dann würde ich mal schauen.
Aber selbst das wäre keine Garantie für, ich sag mal, jeden Tag 12 Stunden YouTube. Wobei der Gedanke schon sehr reizt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall gelobe ich auch Besserung. Entschuldigt bitte, dass es eben in den letzten Wochen hier und da ein paar Unstimmigkeiten gab und dass später Antworten auf Kommentare, das werde ich jetzt auch nach und nach wieder abstellen. Das steht auf jeden Fall ganz oben auf meiner Prioritätenliste und jetzt wünsche ich euch erst einmal wieder eine schöne neue nächste Woche. Habt einfach viel Spaß bei dem, was ihr tut. Vielleicht beim euch freuen, dass ihr keinen YouTube-Kanal habt und mehr Freizeit oder einfach mehr Zeit für andere Sachen habt. Aber ich kann euch sagen, da würde mir zumindest was fehlen. Aber egal, wie ihr eure Zeit verbringt, Hauptsache ihr habt eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.